Da hast du mir gesagt, ich wohne in Regensburg. Was genau die? Okay, ja, aber ich Wohnst du habe. in Regensburg oder was? Ich wohne in Regensburg, genau. Wirklich? Ja, da wo es regnet. Gerade regnet, ich bin zu Hause. Nein, es regnet gerade nicht. Ich meine allgemein. Ich war TikTok live. Okay, ach, du bist der TikToker. Ja, die kennst du mich, ja? Ja, Von ich, also. TikTok meine Nummer genommen. Wie viele Zuschauer hast du immer so? Ich habe rausgemacht, war 500, aber rausgemacht. Und du hast 500 Weißt du? Zuschauer konstant gehabt? Du hast mich angerufen, dann alle raus. Ach so, tut mir leid, ja, dann mach live, tut mir leid. Na, kein Problem. Nein, alles gut, wir reden später, okay? Nein, aber du wohnst in Regensburg oder was? Ja. Ja, Hey, ich wohne in wollen wir uns Regensburg. morgen treffen? Ich kenne dich ja nicht. Kannst du mir mal ein paar Fotos von dir schicken, damit ich weiß, wie du aussiehst? Kennst du mich? Du kennst, ich habe eine bekannte, eine berühmte, meine Nummer genommen, die Nummer, du weißt, die Ach, du warst hat der da, wo auf ich, Insta du damals. warst, ach so, du warst der, wo ich, du warst mal mit jemandem live Ja, und ich habe gesagt, ich brauche unbedingt seine Nummer, ne? die ist meine Nummer. Ulan Wolle, ich weiß Ja. nicht, wer mir diese Nummer Der damals hat gegeben gesagt, hat. ja. Was? Ja, die Kollege, die TikToker, andere hat gesagt, ja, ich brauche diese Nummer, der will deine Nummer haben. Ja. Sie waren zwei Frauen. Du und mit der anderen. Ja, ich war auch drinnen, glaube ich. Vielleicht auch nicht Ramona. Du warst drinnen und aber wir haben telefonieren mit dir. Ja, ich weiß, ich erinnere mich. Du Was? und wo ist die andere? Die andere hat ein Baby gekriegt. Nein, Spaß. Baby. Nein, nein, die andere ist zu Hause. Also meine Freundin ist zu Hause. Was machen? Was denn? Nochmal? Was machen Sie da? Aber sie hat mir gesagt, wir wohnen zusammen. Ja, also sie wohnt halt über mir und ich wohne unter ihr. Okay. Und Das wie geht's ist. dir? Was machst du jetzt? Ich bin gerade zu Hause und habe ein bisschen an meiner Muschi gespielt. Du? Ja, sitzen. Ah, cool, schön. Sitzen und ich trinke jetzt ein Bier. Und du trinkst ein Bier? Ein Bier. Ach so, okay, cool. Also nicht gut. Ja, nicht, ich mag kein Mach Bier. Bier. Ich trinke kein Okay. Bier, ich trinke nur Belvedere mit Wasser. Was? Ich mag kein Alkohol. Nee, ich meinte, kannst du Video machen? Ich kann ein Video machen von was? Also ich gucke dein Gesicht, wie schaut aus? Ich kann dir, wenn du möchtest, ein Foto schicken, dann weißt du, wie ich aussehe. Ah, kannst du mir schicken, okay. Ja, warte, ich schicke dir mal ein paar Fotos von mir. Warte, es lädt gerade. Hallo, hier ist die Warteschleife für das Foto. Hallo, das Foto wurde versendet. Hast du gekriegt? Ja. Das Handy aus. Das Handy kann ich mal los. Ah, schön aus. Ist gut? Ja, gut aus. Okay, gut. Ja, das bin ich. Ah, gut aus. Und Regensburg, ich komme morgen. An der Scheide, also ich wohne in Regensburg an der Scheide. Okay, dann komm, wenn ich, kommst du Bahnhof? Bahnhof kann ich kommen, ja, da bin ich öfter mal. Wirklich? Ja, da bin ich manchmal Pendler, manchmal ziehen wir manchmal ein paar Linies. Nein, Spaß. Ja, ich könnte abholen, also können wir das ein bisschen langsamer angehen oder ich weiß, dass du halt sich sehr schnell treffen möchtest. Das geht mir jedoch ein bisschen zu weit. Wie viel Uhr kommst du? Dann, wenn die Sonne Also wann aufgeht, hast du Zeit? Wann hast du Zeit? drei Ich bin Viertel Urlaub, des ich bin Himmels, Urlaub, ich komme morgen. was? Ich bin Urlaub bis Sonntag. Was bist du? Ich bin Urlaub bis Sonntag. Also Sonntag gehe ich arbeiten.
Ach so, okay, können wir am Samstag dann treffen? Aber du, ich habe angerufen, du nicht erreicht. Ja, weil ich scheißen war. Du hast genau dann angerufen, als der kleine Willi aus der warmen Decke rausgeschaut hat. Und dann können wir zusammen TikTok machen. Wir beide? Ja. Warum? Ich mache normalerweise nicht so. Hast du TikTok? Also ich möchte jetzt nicht deine TikTok. Okay, dann. Achso, du meinst, wenn ich bei dir bin? Wie bitte? Wenn ich bei dir bin? Ja, bin wir bei dir. Ja, ein paar Zuschauer generieren mit mir, ne? Denkst du, es kommen da viele rein, wenn wir TikTok machen? Denkst du, es kommen viele rein, wenn wir TikTok machen? Ja, so viel. Oh, mein Gegner auch nicht. Hm? Ja, so viel kommen. Weil, machst du? Ich war mit einer türkischen Frau und dann waren so viele Leute. Wie viele Leute waren drin? Gerade? Ja, eben gerade, jetzt so live warst. Oh, so viel. Wie viele? Ich habe Mike gespielt. Du hast was gespielt? Ja, Mike gespielt, ja. Was hast du gespielt? Match, also Match. Ach, Match, also Match. Ja, Match. Ja, so Englisch Match. Ach so. Match. Okay. War zu viel. Also hast du viel, also was war zu viel? Viele Leute? Ja, war so viele Leute, ja. Wie viele Leute war bei dir so als Zuschauer drin? Ich habe einmal 3.000 bekommen, einmal 5.000, einmal 10.000 bekommen. Boha, dann bei dir ist richtig gut. Ja. Oha, können wir mal zusammen Video machen? Wann? Wenn wir uns treffen, so. Ja. Kannst du mir vielleicht einen Shoutout geben? Wie bitte? Kannst du vielleicht ein Video posten, wo du mich zeigst und sagst, folgt der Male? Nee, wenn wir treffen, dann kann ich sagen, meine TikTok. Weißt du meine TikTok? Ich weiß dein TikTok tatsächlich, ja. Also ich muss meine Freundin... Schreibt mir mal den Namen. Du weißt schon, war meine Freundin. Schick mir am besten mal deinen Namen, deinen TikTok-Namen. Okay, ich rufe dich gleich an. Ich bin gerade auf der Messe für obdachlose Schwerkraft. Ich bin gerade auf einer Messe für obdachlose Schwerkraft und ich muss hier noch ein paar Sachen anhören. Okay. Okay, gut. Dann wünsche ich dir was, ja? Okay, danke. Ciao. Okay, tschüss. Keine Ahnung. Heil die Säule. Hallo, du wundervoller Mensch, wunderschöner Mensch. Hallo, Yvonne. Jetzt. Hallo? Ja, hallo. Aus Frag nicht. Hi. Wir müssen auf jeden Fall auf Snapchat jetzt ein paar Bilder posten, dass uns ein paar Leute schreiben und Lust haben, mit uns zu telefonieren. Warte. Heidi Säule. Das war gar nicht abgelehnt. Das war einfach komplett. Ich habe manchmal so. Es gibt Phasen in meinem Leben. Die kommen einfach rein, so, keine Ahnung, irgendwas einfach so, was wirklich kaum Sinn macht, aber... In meinem Gedanken, do you know, vermisse Yuzu. Ich vermisse ihn auch, muss ich jetzt sagen. Also, Yuzu war meine Schattenseite im Wind, mein Apfelkuchen, der nicht aufgegessen wurde. Mein Zitronenbällchen, das noch am Baum hing. Jesus war meins. Aber Garfield war auch krass. Aber Garfield werden wir nie wiederfinden. Das ist halt... Wir brauchen einen, wo wir ein bisschen länger mitmachen können, wisst ihr? Jetzt ist... Hallo?
So ein guter Tortenbringer. Wo sind deine Katzen? Die sind drin, außer Pamu. Pamu schläft hier. Hallo? Hallo, meine süßen kleinen Mäuse, ich bin Salvalina Spritzspitz. Jungs. Nein, der war so gut. Hallo? Wird man, wenn man live geht, bei Instagram bezahlt? Ich glaube nicht. Also ich habe bis jetzt noch kein Geld von Instagram gekriegt. Ich mach das ja nicht, um irgendwie Geld zu kriegen auf Instagram, sondern voll viele kriegen keine Benachrichtigung. Dann sammeln wir schon mal ein paar Leute rein. Und wenn wir live gehen, dann kommen die direkt rein. Dann machen wir das und dies. Jetzt ist. Hallo? Hallo? Hey, was geht's? Da Dori? Dori Tabacher? Hallo? Ich küsse dein Herz. Mama? Papa, ich hab den Job. Hallo? 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 Hallo, was geht's? Ich muss gerade ein paar Sachen für die Uni machen. Oh, ja, echt. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 25. Wer bist du? 24. Wer ist noch hier? Bist du älter als ich? Ist das schlimm für dich? Wahrscheinlich zwei Köpfe größer als du. Okay, wie groß bist du? 1,89 und du? Okay, ja, das ist schon ein bisschen. Also ich bin 1,70, 1,73. Ja, siehst du? Ja, du bist schon ein bisschen. Du glaubst du euch nicht. Aber ich bin zum allerersten Mal auf Bildschirm. Wow, echt? Du glaubst mir jetzt zwar nicht, aber ich bin auch nicht so oft hier. Also ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile das vierte, fünfte Mal drinne. Also ich weiß halt nicht, wie man hier so... Ich bin immer voll aufgeregt, wenn ich mit Leuten rede. Kennst du das? Ich merke es an meiner Stimme. Ja, Ich studiere Psychologie tatsächlich. Aha, und, krass. Genau. Also ich merke es gerade. Ja, ist heftig auf jeden Fall. Wie heißt du? Walid. Walid, schöner Name. Lass mich raten, du bist Afghaner? Mix aus Afghanisch und Russisch. Boah, krasse Mischung, auf jeden Fall Respekt. Schön. Gut. Warte mal. Sorry. Ey, brauchst du vielleicht Therapie? Zufälligerweise? Ja. Wo kommt also, was für eine Therapie? Na, ich kann so Entspannungstherapie, tatsächlich. Okay. Aber ich bin im fünften Semester, im vorletzten. Okay, cool, ja, warum nicht? Also, wie läuft das denn? Also, warte mal. Darf ich fragen, aus welchem Bundesland du kommst? Ja, ich bin aus, ob du es mir glaubst, nicht NRW. NRW, ah, da bin ich einmal im Monat tatsächlich. Echt? Weil neben meinem Studium arbeite ich schwarz bei Lindt, also die Schokoladenfirma Lindt. Okay. Und ich bin einmal im Monat in Duisburg. Ich bekomme da so Aufträge, die geben uns voll gut Geld dafür. Ah, cool. Genau. Ist ja, doch. Und dann, also meine Hobbys sind so Fitness, Trainieren und Bücher lesen. Das ist gut. Ach ja, ich bin halt, also ich lese auch ab und zu, leider nicht mehr so, wie es früher war. Aber mein Hobby so, wo ich mich halt total gerade drauf spezialisiere, ist, ich zeichne sehr gerne. Ah, okay. Ja. Machst du irgendwas beruflich? Ja, ich bin Kosmetikerin. Oha, krass. Also ich bin halt, ich und meine Schwester im Salon. Einer ist in Aachen und einer ist in Köln und wir arbeiten dort. Also ich bin in Köln und sie ist in Aachen und ja. Verstehe. Der verarscht uns. Genau, also ich mache so eine Entspannungstherapie. Okay. Und der Fokus liegt halt auf Entspannung. Du musst dir vorstellen, das ist eine ganz normale Therapie. Man unterhält sich und ich stelle dir Fragen. Und dann fester Bestand, also am Ende der Therapie gibt es halt eine Massage. Genau.
Wie eine Massage? Mit verschiedenen ätherischen Ölen. Ich glaube, ah, okay. Also kenne ich das gar nicht, dass man halt nach einer Therapie eine Massage kriegt. Doch, gibt's tatsächlich. Kannst du sogar googeln. Okay, wie heißt das? Entspannungstherapie. Okay. Gibt es verschiedene Formen. Also es gibt, wenn ich jetzt fertig bin beispielsweise, dann bin ich ja noch kein Psychologe, nur damit du weißt. Ich bin Student, Psychologiestudent. Okay. Ich werde dann wahrscheinlich meinen Master machen in Kriminalpsychologie auf jeden Fall. Mhm. Noch 2 Jahre. Okay. Genau. Ja gut, du weißt, eigentlich dumme Frage, du weißt ja gar nicht, wie ich aussehe und so. Ja, ich weiß nicht, hast du Snapchats? Ja, ich habe langes Haar, ich bin größer als du und gut gebaut. Genau. Okay, nein, ich meinte, ob du Snapchat hast. Snapchat? Oh nein, Snapchat habe ich nicht. Ich habe Instagram. Und da habe ich nicht. Insta habe ich gerade. Insta habe ich gerade Dings deaktiviert quasi wegen Prüfungsphase. Aber dann hast du bestimmt WhatsApp, oder? Ja, aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt irgendwie Nummern vergibt. Okay, ja, also dann bist du auf jeden Fall falsch bei mir. Bei mir ist es halt ein bisschen komisch, wenn dich versucht, jemand zu verarschen, dann so schlecht lügt, ne? Dass er sich selber verrät, weißt du? Du willst mit mir eine Therapie machen, du willst dich mit mir treffen, aber willst nicht deine Nummer rausgeben, also ich weiß nicht, also... Soll ich dir mal ein Geheimnis sagen? Nee, ich weiß, ich kenne dein Geheimnis schon. Was ist, wenn ich dir beweisen kann, dass ich in Heidelberg in der Allgemeinen Hochschule Psychologie studiere? Was dann, ich dir beweisen würde. Keine Ahnung, also das ist. Ich meine doch einfach nur, dass ich es komisch finde, dass du mir eine Massage anbietest und eine Therapie, aber hier deine Nummer nicht rausgeben willst. Also naja, das macht für mich keinen Sinn. Therapie mit. Ja. Genau die Therapie ist es, ne? Okay, ich muss dir eins sagen. Ich bin sehr offen und direkt und. Ohne Einverständnis geht sowieso nichts. Also. Was ist denn Einverständnis? Ja, ohne Einverständnis denkst du, ich würde irgendwas machen ohne Einverständnis? Ist ja krank. Du verstehst nicht, was ich sagen möchte. Also ich habe nicht gesagt, dass du mich befummeln sollst. Ja. Ich sage einfach nur, du bietest es mir an. Ja, also für mich tut mir leid, aber wenn jemand mir anbietet, ja, dass er... Was genau gelogen? Ja, dass du hier dich treffen willst oder irgendwas. Keine Ahnung. Und seit wann nimmt Linz Schwarzarbeiter? Nach meinem Snapchat und nach meinem... Und du hast mir doch angeboten, hier nach... Du hast mir doch... Und wie gesagt, das ist ja keine Lüge. Also selbst... Warte kurz. Allerhöchstens könntest du mir unterstellen, dass ich geheime Absichten habe. Nein, das ist mir egal. Guck mal, das Erste von deinem Charakter, also weißt du... Wo genau habe ich gelogen? Weißt du, woran man merkt, dass Menschen lügen? Ja, wenn sie sich hören, lass mich mal ausreden. Sobald sie anfangen, sehr, sehr viel zu diskutieren und die ganze Zeit ins Wort fallen. Also ich weiß nicht, ob du Psychologie studiert hast oder ob du selber psychisch krank bist, aber wenn du möchtest, kann ich dir eine Therapiestunde bei mir geben. Therapiestunde bei dir? Genau. Dass du mir Therapie gibst? Genau. Okay. Nein, mach keinen Rückzieher. Jetzt auf 0 zu drücken ist sehr einfach. Ja, aber guck mal, das Problem ist einfach nur, 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 das Problem bist du. Das Problem ist einfach nur der, dass, wie soll ich mit dir reden und ernste Gespräche führen, wenn du mir nicht mehr irgendwas gibst, wo man halt so weiß, okay, man könnte halt was, wenn was passiert, die Person anrufen. Oder mit der Person Kontakt aufbauen, weil hier okay, über... Okay, dann schreib dir meine Nummer auf. Du gibst mir doch hier eine Fake-Nummer bestimmt. Nein. Versprochen. Ich bin ja... Ich weiß nicht, also anscheinend bist du öfter in Bildschirm gewesen. Ich war viermal hier drin. Aber ich bin ehrlich, zum ersten Mal hier auf Base Chat.
Also ich war vor 5 Jahren mal da mit so Freunden. Das ist so, als ob du sagen würdest, ich bin Jungfrau. Ich kann dir sie sogar immer wieder sagen, weil ja, ich okay. Wusste, ich kann. Ja, okay. Ja, okay. Das ist so, als ob du sagen würdest, ich war. Ich bin Jungfrau, aber hatte das. Komm schon, lass lass mich doch einmal ausreden, Mann. Lass mich doch. Guck mal, ich mag Menschen nicht, die nicht ausreden lassen. Das ist so, als ob du sagen würdest. Du hast mich als Lügner bezichtigt. Sei doch mal leise jetzt und hör mir zu. Das ist so, als ob du sagen würdest, ich bin Jungfrau und hatte das zuletzt vor 5 Jahren Sex. Nein. Doch, du hast gesagt, du bist das erste Mal hier drin, aber warst du 5 Jahre schon hier? Halten wir fest. Du hast mich als Lügner betitelt, aber du kannst nicht aufzeigen, wo ich gelogen habe. Doch, ich kann dir aufzeigen, wo du gelogen hast. Ich kann dir sogar ganz genau sagen, wo du schon gelogen hast. Ich war das erste Mal hier drinne. Du hast gerade selber aus deinem Mund gesagt, dass du vor 5 Jahren schon mal mit Freunden hier drinne warst. Also warst du das nicht das erste Mal hier drin und in meinen Augen bist du jetzt ein Lügner. Übertreib dich. Komm, ey, wenn du dir wirklich denkst, ich bin ein Lügner und denkst, wovon ich gesagt habe, es war, dann schreib dir jetzt nicht meine Nummer auf. Was sagst du? Also mir ist es egal, ich versuche einen ganz normalen Menschen, also so jemanden kennenzulernen, aber es ist so schwer, in der Masse jemanden zu finden, der nicht über so, keine Ahnung, so, es, guck mal, ich will dir jetzt nichts unterstellen oder so, aber voll viele Menschen werden sich halt profitieren durch Lügen und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass du unbedingt ein Lügner bist oder nicht, aber stell mal vor, ich sag ja, guck mal, das Problem ist, lass mich doch mal ausreden. Das Problem ist, du sagst, du bietest mir eine Therapiestunde an, mit Treffen und dann willst du mir die Nummer nicht geben. Weißt du, was ich meine? Nee, ich habe gesagt, eigentlich bin ich nicht der Typ, der die Nummer gibt. Damit wollte tatsächlich, also wenn du mich wirklich nach meiner Intention fragst, damit wollte ich nur aufzeigen, dass ich das eigentlich nicht mache. Im Hinterkopf hatte ich aber den Gedanken, okay. Sie klingt echt niedlich und scheint zum ersten Mal hier zu sein, keine Ahnung. Ich werde dir vielleicht doch meine Nummer geben. Ja, okay, dann wusste ich das nicht. Dann entschuldige ich mich bei dir. Wir spielen mit. Ich werf den Ball. Digga, er denkt, er hat den längeren gezogen. Digga, ich hab den Oschi gerade in der Hand. Also wenn du wirklich was Ernsthaftes suchst, ja, dann bist du eigentlich komplett falsch bei Base Chat. Ja, keine Ahnung, Jake. Also kennst du dich so gut aus mit Base Chat, dass du weißt, dass es falsch ist, jemanden zu finden? Ja, wenn du etwas Ernsthaftes suchst, Kleine, ja, dann ist es hier wirklich, du klingst echt niedlich, muss ich sagen, du hast so eine schöne Stimme. Danke. Wenn du wirklich was Ernsthaftes suchst, du bist hier komplett falsch, glaub mir. Aber ich bin dir ehrlich und direkt, ich kann dir meine Nummer geben, schreib sie dir jetzt auf, wenn du willst. Okay. Ich suche aber eigentlich nicht was Ernstes. Also klar, Freunde bleiben und Kontakt beibehalten, aber ich suche keine richtige Beziehung. Okay. Ja. Aber, wenn du willst, ich kann dir aus Prinzip trotzdem meine Nummer geben, damit du weißt. Ja, wenn du möchtest, kannst du mich ja mal therapieren jetzt. Also. Wie bitte? Wir können ja Nummern austauschen. Es muss ja nicht immer direkt Beziehung sein. Man kann ja Freunde sein oder man kann sich gut verstehen und ich hätte auch schon Lust auf so eine Therapiestunde, also wenn du es mit mir machen willst. Schau mal, schreib dir meine Nummer auf. Ja, okay, warte. Ich wollte es dir eigentlich geben, nur mit diesem, dass ich bin eigentlich nicht der Typ, der seine Nummer vergibt, wollte ich halt signalisieren, hey, wir sind gerade auf Base, ist halt komplett unseriös. Wie heißt du nochmal, Walid, ne? Ich geb. Okay, gib mir die Nummer, rede nicht so viel. Jetzt gib einfach her. Gerade so ein komisches Gespräch, aber abwechslungsreich, danke. Ja, ist halt. Das war gerade eine Achterbahnfahrt, what the fuck? Dankeschön, ja, keine Ahnung, du musst mich halt auch verstehen, so. Man ist halt immer so, man denkt sich so,
wie soll ich jetzt darauf reagieren? So, am Ende verarscht er mich und dies und das. Und naja, okay, tut mir leid, dass es jetzt gerade so... Bist du gar nicht 25? Ich bin 25, ja. Ich glaube, dir wurde in deinem Leben viel wehgetan und du hast auf jeden Fall Trust Issues. Ja, stimmt. Hä, voll komisch, wieso finde ich dich jetzt nicht? Kannst du dann noch mal, ja, also ich habe dich halt irgendwie eingespeichert, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist, weil wir hier drin telefonieren oder kann ich dir auch mal meine Nummer geben und du versuchst mich auch, ach, ich hab dich, okay. Hast du was gekriegt? Also du hast auf jeden Fall Trust Issues. Ja, ich habe Trust Issues, stimmt. Ja, wenn du möchtest, kannst du mich gleich mal therapieren. Ich hole ganz kurz bloß ein bisschen was zu trinken. Ich würde dich, wenn es okay ist, dann auf WhatsApp anrufen. Das Ding ist, die Therapie läuft eigentlich persönlich ab. Also, ich kann dir auch erklären, warum. Wenn man das über das Telefon kannst macht, du das also gleich? Kannst du das gleich erklären? Ich bin gleich sofort da, ich rufe dich über WhatsApp an. Ist das okay für dich? Ja, alles gut. Kannst du mir antworten auf WhatsApp? Ich habe dir geschrieben. Hast du gesehen? Okay, jetzt hast du es gesehen. Gut. Ich lege jetzt hier auf kurz, ich trinke was, dann rufe ich dich an, okay? Wie heißt du? Valeria. Hast du jemals versucht zu modeln? Nee, wieso? Weil du aussiehst wie ein Model. Okay, danke schön. Wow, das ist ja total lieb von dir. Okay, ich ruf dich gleich an, bis gleich. Ey, das wird so cringe mit dem Typen, Digga. Leute, wir gehen jetzt rüber.